Holla die Waldfee, es ist der 6. Januar, also auch der 6. Tag im Veganuary. Und ich bin der Rafa und hinter der Kamera ist die Julia, das Kamerakind. Und zusammen sind wir eVegan, der Channel auf YouTube, der sich Vegan Foodblog schimpft, weil wir ein Foodblog sind, der vegan lebt und auch vegane Lebensmittel zubereitet. Und dieses Jahr haben wir uns was ganz Spezielles überlegt, denn wir wollten am Veganuary Content für Menschen produzieren, die eventuell Bock haben, auch das Leben auf vegan umzustellen. Der Monat oder auch die Woche fing sehr düster an und ging dann sehr heiter, fruchtig weiter mit Butter- und Laugenkruste aus gestern. Wenn ihr die also noch nicht nachgebacken habt, dann würde ich das schnell ändern, weil Laugenkroissants sind die Grundlage eines perfekten Starts in den Tag. Neben Lasagne, Spaghetti Bolognese, Döner, Hamburger und dem ganzen anderen Zeug, was ich sehr gerne konsumiere. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, denn wir haben uns was überlegt. Wie wir Anfang des Monats auch schon gesagt haben, haben wir, als wir angefangen haben, vegan zu leben, uns einmal durch die Supermärkte durchgekämpft und gefühlt alles, wo das Vegan-Label drauf war, gekauft, um zu testen und zu probieren, was gut ist. Und es war auch sehr vieles, was unserem Geschmack jetzt nicht so wirklich entsprochen hat. Deswegen haben wir, einen Moment, bitte, uns zur Aufgabe gemacht, samstags so eine Überkategorie zu wählen und euch unsere Favorites mitzuteilen, damit ihr eventuell das ausprobiert und schon sagt, das ist es und dabei bleibe ich. Damit ihr erst gar nicht den Struggle habt, 1000 Produkte zu kaufen, weil guckt euch die Wampe an. Wenn es nicht schmecken würde, wäre sie nicht da. Was wollten Sie denn sagen, ich liebe Frau Kamera, Mädchen, Kind? Ich wollte dazu sagen, dass man ja, wenn man vegan anfängt, auch erstmal so ein bisschen auf den Geschmack kommen muss, weil gerade bestimmte Lebensmittel schmecken ja nicht auf Anhieb. Und deswegen fangen wir auch gerade mit dem Schlimmsten der Schlimmen an. Mit dem Käse. Wobei Seitan auch, aber da, egal. Ja, aber es ist so, dass wenn du anfängst, ich sag mal, veganen Käse zu essen, ich sag mal, 90% der Leute, die das probieren, die sagen, oh nee. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben bei manchen Sachen haben wir auch anfangs gesagt, boah, nee, das ist gar nicht meins, Tofu. Ich habe früher, man meint es nicht, aber es ist tatsächlich so, ich fand Tofu nicht gut und mittlerweile liebe ich Tofu. Wow. Nein, das soll ja einfach nur, ja, gut. Alles klar, heute reden wir über Käse. Heute reden wir über Schieß. Schieß. Problem ist, veganer Käse ist nicht so einfach umzusetzen wie jetzt. Mittlerweile hast du echt gute vegane Frikadellen, du hast einen veganen Aufschnitt, Fleischsalat. Leute, wer da sagt, dass der einen Unterschied zwischen Fleischsalat mit Fleisch und Fleischsalat ohne Fleisch schmeckt, bei dem tun die Vögel nämlich alle zwitschern. Aber Käse ist ein ganz schwieriges Thema. Und Käse hat meistens, weil es auf Kokosölbasis oder so ist, eine leichte Kokosnote. Nicht jeder, manche. Und es ist gewöhnungsbedürftig, wenn man also anfängt, Käse zu essen. Es sieht ja, der vegane Käse sieht ja aus wie der handelsübliche Käse. Aber wenn man reinbeißt, schmeckt es nicht nach Gouda oder nach Emmentaler oder Leerdamer oder hau mich tot. Und das war ziemlich krass. Und mir hat am Anfang auch nur wirklich eine Sorte geschmeckt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war ein Simply Wie. Der milde, glaube ich. War das der milde? Das war der einzige, der mir, wo ich gesagt habe, schmeckt immer noch nicht super gut, aber ich kann mich mit dem Geschmack arrangieren. Das hat sich aber, und das ist das, was wir euch diesen Tag heute am 6. mitgeben wollen, das ist auch das, was die Julia meint mit am Ball bleiben. Mittlerweile hat sich das Gehirn und die Geschmacksknospen so umgestellt, dass es doch schmeckt, weil man auch irgendwie lernt, dass Geschmack sich verändern kann. Versteht ihr, was ich meine? Angenommen, ihr esst Gouda gerne. Dann ist das ein Geschmack, der wurde euch antrainiert oder den habt ihr euch antrainiert. Deswegen schmeckt das euch. Und genauso gut könnt ihr das aber auch verlernen und könnt andere Geschmäcker toll finden. Aber das Gehirn braucht erstmal Zeit, das zu verarbeiten und das quasi einzuspeichern, von wegen, so schmeckt jetzt Käse für mich. Bisschen kompliziert, ausgedrückt wahrscheinlich. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden jetzt über unsere verschiedenen Käsekategorien und was wir euch empfehlen würden, zum Einstieg zu probieren, wo wir der Meinung sind, dass es. Also, das sind unsere persönlichen Geschmäcker. Natürlich kann das auch für euch jetzt eine Totalkatastrophe werden. Da tun wir keine Garantie für. Geben. Geben, garantieren. Fangen wir an mit ganz normal handelsüblichen Scheibenkäse.
Wir reden jetzt hier nicht um, kann der gut schmelzen auf dem Burger oder so, darum geht es nicht. Es geht jetzt wirklich nur um den Geschmack. Brot. Käse auf dem Brot. Käsescheibe auf dem Brot. Da sagen wir ganz klar der Penny. Rewe. Rewe, ja. Von der Rewe Eigenmarke, also von Rewe. Oder von der Food for Future Marke, die es beim Penny gibt, würden wir sagen, ist so für uns persönlich, es schmeckt nicht wie Gouda. Das müsst ihr euch im Klaren sein, aber es schmeckt wie so ein, wie ein milder Käse, also wie ein milder veganer Käse. Mhm. Das wäre auf jeden Fall diesbezüglich. Und ist noch dazu eine günstige Variante. Wenn man es mit Simply V und so vergleicht, ja, definitiv. Kommen wir weiter zu Frischkäse, den man auf Brot machen kann, aber auch den man zum Kochen verwenden könnte, aber der gut ist. Und da haben wir auch eine Empfehlung für euch. Also hätten wir eigentlich auch zwei. Wollen wir zwei machen, weil wir jetzt auch gerade zwei Scheiben hatten? Möchtest du anfangen? Also aufs Brot oder zum Dippen oder wie auch immer eignet sich auf jeden Fall mitunter am besten der von Presto. Der geht aber auch als quasi, wenn man Pellkartoffeln mit Quark essen will. Ja, das meine ich ja, zum Dippen und so. Ja, den Gemüse gibt's ja, hier, den gibt's Paprika, einmal mit, Tomate. Den nee. Gibt's einmal mit Kräuter, einmal mit Knoblauch und die sind beide sehr, sehr gut. Und den gibt es nicht nur von Presto, sondern auch von Oatly. Und das wäre auch noch so die zweite Frischkäse-Empfehlung von uns. Ja. Also Oatly und Presto. Und wenn wir jetzt gerade schon beim Frischkäse sind, können wir auch gerade mal sagen, was wir dann zu so einem Backen. Diesen Sahne-Dreieck-Käse. Schmelzkäse. Schmelzkäse. Da empfehlen wir den von Violife. Den nehmen wir am meisten. Dann hätten wir Reibekäse. Da haben wir auch tatsächlich Violife. Der Pizzakäse. Wobei der Pizzamix, Pizzamix heißt es. Wobei von Violife auch Mozzarella und so gut ist. Also die Violife-Reibekäse nehmen wir eigentlich am häufigsten. Genau. Aber der Pizzamix ist der, der am meisten bei uns auf Pizza oder auf Aufläufe kommt. Kommen wir zu Camembert. Und da ist ganz klar der Gewinner. Platz 1 ist Dr. Manna. Der, wie heißt denn der? Soft, Creamy. Creamy White? Creamy White. Hier, weißt du was? Jeden Käse, den wir mögen, haben wir wahrscheinlich jetzt auch schon längst eingeblendet. Ich tue das aber jetzt quasi sagen, dass wir das jetzt einblenden werden, damit ihr auch im Supermarkt wisst, wie es aussieht, wonach ihr suchen müsst. Und wo wir auch bei Dr. Manna gerade sind. Wobei, wir haben jetzt vor kurzem noch einen anderen Camembert probiert: Mondarella. Mondarella, der neue. Oh, der war auch gut. Blenden wir auch ein. Aber bei Dr. Manna bleiben wir noch kurz. Wenn ihr nämlich Parmesan möchtet, dann ist der Cashew-Sahn von Dr. Manna die beste Entscheidung. Und wenn es nicht gerade Dr. Manna ist, weil es vielleicht gerade nicht verfügbar ist oder weil kein Bock zu bestellen, kann man auf jeden Fall auch auf den von Fantastic Foods zurückgreifen. Der ist auch, den haben wir auch in Bolognese das, und so. Genau, das ist einfach so eine gelbe Dose, wo man rausstreuen kann. Genau. Dann haben wir noch, falls ihr, wie heißt es denn? Carbonara. Jo, wenn ihr Bock auf eine Carbonara so habt und ihr wollt irgendwo frischen Käse reinmachen, aber jetzt nicht Parmesan. Ey, jetzt gibt's aber jetzt Pecorino-Alternative. Pecorino-Alternative, richtig. Dann gibt es so einen Dreieckskäse, seht ihr auch hier, von Beda. Den empfehlen wir. Mhm. Und wenn wir jetzt noch schnell zu Fast Food gehen, dann sind auf jeden Fall Mozzarella Sticks, Food for Future von Penny und auch jetzt ganz neu diesen Monat bei Penny den Camembert zum Backen. Back-Camembert. Mhm. Der ist auch exzellent. Können wir euch nur empfehlen. Das sind unsere Käse-Empfehlungen. Ja. Ich würde sagen, wir haben viel abgedeckt. Probiert das aus. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die schon kennt oder falls ihr die probiert habt, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video und abonnieren und Glocke bimmeln nicht vergessen. Dem Video einen Daumen nach oben geben, teilen, einen Kommentar da lassen und dann würde ich sagen, bis morgen und tschüss.